Guten Morgen. Heute ist Endspurt angesagt, jedenfalls was die Folierung betrifft. Wir haben uns vorgenommen, heute diese Seite fertig zu machen. Was uns noch bevorsteht, ist der Alkoven. Wir sind ja schon mal dran gescheitert und den heben wir uns für später auf. Heute machen wir die Seite, wie gesagt, und so ein paar Kleinigkeiten wie Halterungen für die Türen und so weiter. Aber erstmal beginnt wieder alles damit, die Teile ab und auszubauen, die ab und auszubauen sind. Das sind in diesem Fall die Seitenblende und das Seitenfenster im Alkoven und den Lack zu reinigen und zu entfetten. Aber dann kann's losgehen. Euch ist ja letztes Mal schon aufgefallen, dass das letzte kleine Stück hier oben in die Ecke, dass die einen etwas anderen Farbton hatte. Wir haben herausgefunden, dass das damit zu tun hat, dass wir die Folie, dieses kleine Stück, quer geklebt haben. Es ist egal, ob man sie so senkrecht klebt oder umgekehrt 180 Grad gewendet senkrecht klebt, aber man darf sie nicht quer kleben. Dann wird sie heller, dunkler, wie auch immer, oder wirkt sie heller oder dunkler. Es gab auch die Mutmaßung, dass unterschiedliche Chargen unterschiedliche Farbtöne haben, und das scheint echt der Fall zu sein. Denn die Folien, die wir jetzt gerade geklebt haben hier, sieht man jetzt vielleicht gar nicht so richtig. Ja. Die haben tatsächlich auch einen etwas anderen Farbton. Ja, es ist wie es ist. So, wir sind wieder mal durch für heute. Seite ist fertig. Ja, als nächstes, ich gehe mal weiter weg, das könnt ihr gar nicht sehen, ne? Seite ist fertig. Jetzt ist, wie gesagt, der Alkoven noch dran. Den heben wir uns ganz bis zum Schluss auf. Da haben wir, glaube ich, beide Schiss vor. Das Fahrerhaus, das wird natürlich auch noch gemacht. Ja, das wird aber nicht foliert, das wird lackiert, weil das so viele Rundungen hat und das ist immer schwierig. Ach, guck mal, ich sehe gerade, wir haben vergessen, das Logo auf der anderen Seite raufzukleben. Aber das machen wir dann morgen. Aber morgen werden wir uns vor allem auch unserer Waschmaschine wieder widmen. Guten Morgen. So, heute wollen wir nun endlich mal unsere neue Waschmaschine anschließen und ausprobieren. Ich habe jede Menge Kleinteile bekommen in den letzten Tagen. Ein Teil fehlt zwar noch, und zwar die Tankdurchführung für den Abwassertank, aber die soll heute im Laufe des Tages auch irgendwann kommen. Also, von daher schließen wir erstmal das andere Zeugs an. Und ich kann mich nur wiederholen, wie cool ich es finde, wie aktiv ihr an dieser Community teilnehmt. Natürlich habt ihr recht, wenn ihr sagt, dass die Waschmaschine im Falle eines Auffahrunfalls nicht ausreichend gesichert ist. Und deshalb werden wir sie an den Füßen noch befestigen, und zwar hinten an den Füßen, damit sie nicht nach vorne kippt. Wenn wir mal einen Berg hochfahren oder etwas schneller anfahren vielleicht, das wird sie nicht, aber wir sichern sie trotzdem. Und hier vorne an den Füßen, damit sie uns im Falle eines Auffahrunfalls nicht in den Rücken schießt. Da sind zwar noch die Rückwand von der Heckgarage, die Dusche und zwei oder drei Schränke dazwischen, aber wie wir alle wissen, unterschätzt man die Kräfte, die bei einem Auffahrunfall entstehen können, sehr leicht. Und deshalb sichern wir es lieber. Und das machen wir mit zwei Metallösen und einem Spanngurt. Für die Sicherung der nach vorne wirkenden Kräfte werden wir später zwei kräftigere Ösen mit dem Boden der Heckgarage verschrauben und sie ebenfalls mit Spanngurten mit den vorderen Füßen der Waschmaschine verzurren. Haben wir die Maschine jetzt gesichert. Für vorne fehlen uns die Teile noch zum Sichern. Den Kugelhahn, den haben wir auch schon befestigt, und gerade eben sind jetzt die Teile für den Anschluss der Maschine gekommen. Deshalb werden wir die Maschine jetzt erstmal anschließen. Dafür brauchen wir jeweils eine Tankdurchführung im Abwasser- und im Frischwassertank. Und ich bin großzügig. Laura darf die Tankdurchführung im Abwassertank montieren. Wo ist es denn? Da ist es. Oh. Abwasserschlauch sitzt. Jetzt kommt der Frischwasserschlauch dran. Ich bin ein echter Spezi. Zulauf ist angeschlossen, Ablauf ist angeschlossen, Strom ist angeschlossen. Die Waschmaschine läuft jetzt auch, aber sie kriegt kein Wasser. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ist das auch völlig logisch, weil ich an Bord eine Tauchpumpe verbaut habe. Und diese Tauchpumpe wird immer eingeschaltet über einen Mikroschalter, wenn man den Wasserhahn einschaltet.
Diesen Mikroschalter hat diese Waschmaschine aber gar nicht. Von daher kriegt sie kein Wasser. Deshalb werde ich jetzt eine Druckpumpe bestellen für die Waschmaschine und dann kriegt sie ihre eigene Pumpe. Ja, man lernt doch nicht aus. Sie ist da, die Pumpe für unsere Waschmaschine. Und auch alles andere ist inzwischen angekommen. Und insofern sind wir jetzt zuversichtlich, dass wir heute nun endlich mal unsere Waschmaschine auch in Betrieb nehmen können. Lauras erste Assoziation, als sie diese Pumpe gesehen hat, war Fluxkompensator. Mal gucken, vielleicht können wir damit ja wirklich ein bisschen durch die Zeit reisen, wer weiß. Aber Hauptsache, wir kriegen unsere Waschmaschine jetzt erstmal zum Laufen. Es wird nämlich langsam echt Zeit. So, der Fluxkompensator ist eingebaut, hat seinen Platz und eine kleine Herausforderung ist noch gewesen, die Stromleitung zu verlegen, die ja möglichst unsichtbar natürlich verlegt sein sollte. Aber wir haben es gewuppt und ich habe jetzt noch eine Leitung auch nach hinten in die Heckgarage gelegt. Da kommt noch ein Schalter hin, mit dem wir wählen können, ob wir die Waschmaschine über Landstrom oder über den Wechselrichter, also über die Bordbatterie, betreiben. Und jetzt probieren wir aus, ob das Ganze auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.